Heiligt den heiligen Otto-Baum. Hallo liebe Leute und willkommen zur zweiten Folge Trollcraft 2. Ihr seht, ich bin in Full Obsidian Rüstung und in der letzten Folge haben wir schon alle ein bisschen geprankt. Wenn die zu unserer Base kommen, es kommt auch irgendwann wieder weg. Ich habe wieder nur ein Bild vorbereitet. Und ich war bei mehreren Bases. Ich weiß, wo von meinem Bruder die Base ist. Von Otto die Base kommt. Und von Alex die Base ist. Also ich weiß von allen anderen Spielern die Base. Das hier ist mein super geheimer Geheimbunker, der jetzt halt nicht mehr so geheim ist. Hier habe ich alle meine wertvollen Ressourcen, unter anderem extrem viel Eisen, 50 Diamanten und 8 Black Dias. Diese Diamanten sind viel seltener als normale Diamanten. Und ich habe 8 Stück davon. Unter anderem auch Inventory Pads, ganz viele Mortar-Sachen, Müllzeug, Dirt und so weiter. Aber das Beste ist, hier, der Toilette auf dem Pempo und Otto-Bild. Ich habe überall Otto-Bilder aufgehängt, aber dazu kommen wir gleich. Was mein Plan jetzt eigentlich eher ist, ist ganz viel Cobblestone mitnehmen und zu Alex Base gehen. Weil, wo ich offscreen bei ihm war, habe ich eine Wolke gesehen. Und in der Wolke könnte ein richtig seltenes Pet, und zwar das Cloud-Pet, drin sein. Und wenn du das hast, dann kannst du einfach fliegen wie in Creative Mode. So, ein Boot geschnappt. Und jetzt gehen wir zu Alex Base. Eine Ewigkeit später möchte ich euch mal erklären, wie selten eigentlich dieses Cloud-Pad ist. Es wird von allen Pads kann man es nur in solchen Wolken bekommen. Es ist nicht craftbar und es ist aber richtig OP. Und zwar kann man da schneller fliegen als im Creative Mode und das ist einfach geisteskrank. Das bedeutet, wir könnten, wenn wir es ziehen würden, das wäre extrem krank, extrem schnell fliegen. Und da oben ist es doch schon. Ich werde jetzt aus Sicherheitsgründen nicht, dass ich gleich von Alex noch irgendwie Stress kriege, nicht verraten, wo seine Base ist. Die ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Wir hoffen mal, dass es hier oben drin sein könnte. Ich hoffe, unsere Blöcke reichen, weil sonst müssen wir uns welche von Alex leihen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf die Insel draufbegeben, weil da ist es sehr gefährlich. Da können nämlich Blazes spawnen. Und die sind, glaubt, sogar noch ein bisschen stärker als die normalen. Wenn wir Fehler machen. Wir könnten gucken, ob wir das abbauen können. Ja, geht. Nein, 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 nein. Ich habe das Cloud-Pad. Ich kann gerade nicht so richtig darauf reagieren, weil wir müssen jetzt den Ding noch abbauen. Ich habe gerade doch gesagt, wie selten das ist und wir haben das einfach. Nun kommen wir zum Rollen. Und zwar habe ich ein sehr schlecht ausgeschnittenes PNG vorbereitet. Und das ist der heilige Otto-Baum. Den werden wir nun mal spawnen pflanzen. Und ich hoffe, der wird den anderen gefallen. Das hier ist der Spawn. Wir werden jetzt hier 4 Blöcke runtergehen und nun mit der Sign Picture Mod, ich verwechsel das immer, sorry. Und ich suche kurz mal der heilige Otto-Baum. Also meine Aufnahme ist immer noch nicht abgestürzt, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Aufnahme abstürzt. Aber heute ist ja nicht so der Fall, ne? Das ist das Otto-Bild. Den machen wir Offset 1, 2, 3, 4. Wir machen, glaube ich, 5x5, oder? Ja, ich glaube, das ist schon mal solide, ne? Dann werden wir das Schild hier unten platzieren und dann hier alles mit... Ach, verdammt. Okay, dann verziehen wir es, ne? Ja. Hier. Heiligt den heiligen Otto-Baum. Es ist sehr schlecht ausgeschnitten, ich weiß. Aber für einen billigen Troll reicht es doch, oder nicht? Wenn ich jetzt irgendwelche Kommentare sehe, dass ich aufhören soll, diesen kleinen, dicken Blaubeerkuchen irgendwie zu nerven, das hat er sich verdient. Hallo? Er hat unsere Base in den vorherigen Teil von Trollcraft abgebrannt. Daraufhin haben wir zwar mit einer Atombombe reagiert, aber es ist eine andere Geschichte. Das hier ist ein Item, in dem man Blöcke unzerstörbar machen kann. Mit diesen unzerstörbaren Oak Planks bauen wir unsere Base. So, einige Zeit ist vergangen und ich habe jetzt für den Pömpel schon mal den Stab. Hier oben brauchen wir dann noch Keramik. Hinten sollte irgendwo eine Wolke sein. War die nicht hier? Oder wir machen es einfach leicht und fliegen zu Alex rüber. Ey, was ist da drin? Ach, da ist nichts. Da waren wir vorhin. Ein Blaze Ward. Wo ist die Blaze Ward? Da unten liegt XP. Ist ja auch die Blaze Ward. Ne. Aber Kabel. Ah, hier. Nice. Intro Fire, bevor wir im Nether waren. Kurz mal Stein. Unzerstörbar gemacht. Und jetzt geben wir uns ein Crafting Table. Zack. Zack. Und wir haben einen Augenscanner. Hier haben wir unseren Scanner. Ja. Und es ist nur für uns. Also nur wir können hier ran. Und dann sind wir in unserer Base. Nein, andersrum funktioniert das nicht. Nein. Okay, mein Scanner hat es nicht so ganz gut funktioniert. Wie macht man denn ein Keypad? Button. Keypad. Let's go. Müssen wir jetzt einfach hier einen Block und dann... Ah, nice. Hier gebe ich jetzt kurz einen... Wenn ich jetzt hier meinen Code eingebe, öffnet sich die Tür. Let's go. Und ich kann es nicht... ich kann es nicht andersrum machen. Ganz auf. Versuch nochmal... Mann, wieso muss ich immer in meiner Aufnahme von irgendwelchen Kack-Mobs
genervt werden. Versuch nur Drilf. Ich habe hier das Frame gecraftet. So. Und da. Aha. Jetzt gebe ich meinen Code ein. Safe. Und jetzt? Perfekt. Unsere Base ist schon mal vom Eingang her sicher. Ich gehe kurz in Nether, um ein bisschen Netherquad zu farmen. Und was sehe ich? Eine Festung genau neben meinem Spawn. Let's go. Ich habe unser Netherportal ganz woanders hin platziert, dass niemand mehr weiß, wo es in unseren Bunker geht, dass wir da schon mal safe sind. Ich würde sagen, mein Tempel ist fertig. Ich habe gerade ohne Aufnahme hier oben den Pömpler-Ding ist schon fertig gemacht. Und damit soll es auch mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer ein Like da, abonniert den Kanal und tschüss.